So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Royal Revo 2. Ein paar Informationen bezüglich der Allianz. Ich hatte es, glaube ich, in die Kommentare vom zweiten Part, glaube ich, schon geschrieben gehabt. Wenn ihr der Allianz beitreten wollt, bitte erst euren Nickname in die Kommentare posten oder euch dann bewerben, weil es gibt hier keinen Bewerbungstext und ich möchte wirklich sicherstellen, dass wirklich nur Zuschauer in meinen Clan reinkommen. Und keine irgendwelche random Leute, die halt wirklich einen Platz wegnehmen für irgendwelche Zuschauer, die wirklich dabei sein wollen. Deswegen meine Bitte, wenn ihr beitreten wollt, erst Kommentare schreiben, wie ihr heißt in-game und dann euch bewerben. Sofern dann Platz sein werde, sein wird, werde ich es kontrollieren und werde euch reinlassen. Und ja, wenn nicht, dann halt wie gesagt Geduld. Es ist ein bisschen teuer, die ganzen Upgrades, aber das können wir uns gleich nochmal angucken. Erstmal, was ist schönes Neues passiert? So ein bisschen im Chat, ein bisschen rumgelabert hier. Genau, wir sind Allianz Level 3, glaube ich, gekommen. Wollen wir uns das mal ganz kurz angucken. Haben wir mittlerweile 7 Mitglieder. Und das ist, glaube ich, genau, Allianz Level 3. 7 Mitglieder sind natürlich alle voll gewesen. Mal guckt euch an, wie viele Leute sich hier gerade noch bewerben. Das ist unfassbar. Ja, alles Leute, die sich bewerben wollen. Und ja, hier, Dark's Army hat Allianz Level 3 erreicht. Und, weil wir das erreicht haben, haben wir jetzt einen Elite-Boost aktiviert. Flammenritter. Und, ja, der Held hat für 24 Stunden gehalten oder hält noch für 24 Stunden insgesamt und also noch 10 Stunden 47 Minuten. Und das heißt, die normalen Ritter werden jetzt zu Rittern mit Flammenangriff. Ihr seht schon, geboostete Ritter machen zusätzlich Feuerschaden, 70% Feuerschaden und sie haben 70% Leben. Und für 87.000 Gold könnten wir 6 Stunden das Ding verlängern. Aber das machen wir am Anfang noch nicht. Wir müssen erstmal wirklich die Allianz ausbauen. Gibt dann noch einen Giftfallturm bei Level 5. Sprengschütze bei Level 6, stabile Barrikade bei Level 10 und so weiter und so weiter. Das heißt, sie werden also einmal aktiv, wenn man sie erreicht hat, um sie zu testen sozusagen. Und danach muss man die halt selbst mit Gold freischalten. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, einen musste ich leider aus der Allianz rauskicken, weil er mir ewig nicht geantwortet hat. Schade. Wie hieß er? Genau, hier Red. Er kam gestern rein. Hat mir nicht geantwortet. Ach, sogar noch viel früher. Okay, der Chat hier unten wird weiter nicht angezeigt. Weil, wie gesagt, ich möchte wirklich sicherstellen, dass wirklich nur Zuschauer dabei sind, die wirklich auch aktiv mitmachen und irgendwie keine random inaktiven Menschen. Und dann musste ich ihn halt kicken. Tja, das ist halt so, aber gut, wenn er mir nicht antwortet. Er wird sich schon beschweren in den Kommentaren, wenn er unrechtmäßig gekickt wurde. Und wenn er es nicht tut, dann weiß ich habe recht gehabt und er wurde zu Recht gekickt. Okay. Dann schauen wir mal, was haben wir da auf meiner To-Do-Liste noch so schön ist. Ich habe einmal den Hammerschlag Level 6 fertig gemacht. Der hier. Die Giftwolke Level 4, Level 5 und jetzt wurde sie halt auch schon auf Level 6 geupgradet. Und ich glaube, den Schock hatte ich auch schon geupgradet gehabt. Ne, den Schock kann man noch upgraden, okay. Heißt also, die beiden Zauber, die ich auch mehr benutze, werden gerade geupgradet. Hammerschlag ist natürlich schon Maximum auf der Stufe. Und dann halt die Giftwolke. Dauert noch 2 Stunden. Und ja, das ist fertig. Silberliga bin ich aktuell Platz 2, da habe ich jetzt aber nicht unbedingt sehr viel gemacht dafür. Ich habe ja noch 283 Brot und die ganzen Farmen sind auch noch recht voll. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen erstmal die ganzen Upgrades hier mit. Ich habe einmal den Wasserturm hier hinten schon vorhin angeklickt gehabt, aus Versehen, den hier. Und ja, huch. Mir wurde auch geschrieben, dass ich die Barrikaden nicht upgraden sollte. Ich glaube, das habe ich beim letzten Part schon gesagt. Weil ich bald eh die Dings bauen werde. Die Blockaden, nicht mehr die Barrikaden, weil die ein bisschen härter sind. Aber ich mache das jetzt einfach, ist ja scheißegal. Das bisschen Gold dort. Ja, unser Thronsaal ist nämlich auch fertig. Tada! Gut, ja, was habe ich sonst noch? Beim letzten Mal wurde mir noch gesagt, ich soll mein König einfärben, weil er standardmäßig nicht ganz so schnieker aussieht. Machen wir auch mal. Wir gucken einfach, wie man einfärben kann. Zieht die Farbe. Achso, wir können die Gegenstände ein. Zieht die Farbe den Gegenstand. Achso, hier oben. Ah, okay, verstehe. Boah, wie geil sieht das denn aus? Eine blaue Axt. Nee, sieht nicht so cool aus. Das sieht cool aus. Also, der Rand ist die Farbe. Das linke ist dann. Zumindest bei dem. Ich muss auf jeden Fall warten. Das sieht auch kacke aus. Als Kacke. Die goldene hier hinten? Ne, warte, die goldene. Doch, war schon. Ja, muss man auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren, wie es einem gefällt. Aber so sieht es cool aus. Ich finde so. Wobei, sie ist giftig, ne? Die Axt ist giftig. Muss ich euch auch noch erzählen. Die habe ich mir gekauft gehabt mit Perlen, glaube ich. Ach so, sieht die ganze in Ordnung aus. Ja, müsste man halt wirklich überall einfärben. Und das habe ich jetzt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
Ja, die Axt ist neu. Die habe ich hier von, oder hat man, ist die neu gewesen? Ich glaube, die war neu gewesen. Vergoldete Gift-Axt. 31,2 Giftschaden und 87 Angriff. Und da haben wir zwar den Druckschaden verloren, aber ist egal. Und irgendwas hat noch gekauft gehabt. Ich glaube, die Schuhe hier, die funkelnden Kristallstiefel mit 89 Eisschild. Auch nicht schlecht. Ja, ansonsten bei meinem Helden nicht wirklich was Neues dazu. Wir können jetzt das mal wieder ein bisschen upgraden, weil wir sind ja, höhere Stufe hier. Mit dem Thronsaal kann man jetzt nämlich auch die hier. Ja, wunderbar, die Farm upgraden. Sehr schön. Kann man die doch upgraden? Leider kann man nicht. Achso, brauchen wir Silo verbessert. Okay. Gut, dann müssen wir dann Silo verbessern. Das kann man zum Beispiel upgraden, die Tavernen alle. Weil wir dort, die kann ich glaube ich erst bei Thronsaal Level 5. Richtig. Die können geupgradet werden. 4 Stunden lang. Dann produzieren sie immer mehr. 300 Eigenkopf pro Stunde mehr. Mit 5100 Kapazität pro Sekunde. 5100 Kapazität mehr. Das Buch, das ist auch noch sehr wichtig. Habe ich noch Gold dafür? Wunderbar, habe ich auch noch. Sehr schön. Gut, dann müssen wir, würde ich sagen, mal wieder ein bisschen angreifen. 87.000 Gold. Mit dem Wassertürme. Und ihr seht ja schon, dass meine Dings sind, meine Elite-Boosts. Neues Zauber-Upgrade. Achso. Gering, gering, gering. Werden die erst stärker, wenn man da draufklickt, oder sind die sowieso immer stärker? Und genau, den einen Ritter hatte ich geupgradet gehabt, richtig? Einen Ritter in die Bogenschützen und den Paladin anscheinend auch. Die drei wurden geupgradet. Es sieht eigentlich ganz schlecht aus. Ich würde mal sagen, greifen wir den einfach mal an. Ich meine, so viel Gold und mal gucken, ob wir es hinkriegen. QWERTY is mein 10, heißt er. Ja, und ihr seht jetzt schon die Flammenritter hier. Da sind die Flammenritter mit dem Elite-Boost. Da sind nämlich schon die Blockaden. Wo ich gerade ein bisschen eher auf die. Oh Gott, der hat Kanonen. Okay. Bam. Okay, lass mal meine Einheiten in Ruhe, du Arsch. Ja, sie sind ein bisschen stärker halt. Verbrennen! Ihr Schweine! Noch ein paar neue Froster schicken. Dann sind schon wieder neue Zauberer, das ist ärgerlich. Ah ja, genau, ich habe. Nee, habe ich den? Nee, ich hab den Schaden gar nicht, den Feuerschaden auf meinen Waffen. Und jemand macht hier Feuer. Ach genau, meine Flammenritter, natürlich. Hey, ich bin auch ein Depp, ey. Ihr seht schon, dass meine Flammenritter jetzt Schaden machen, mein Feuerschaden. Komm, ich tank das. Kein Problem. Sterbt! Sterbt, 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 ihr Gegner. Ja, ihr seht schon hier, brennen einfach alles, alle Türme nieder. Haben wir einen Feuerturm? Ne, haben wir nicht. Okay, dann wollen wir mal ganz kurz töten. Damit der meinen Einheiten nicht auf den Sack geht. Oh, da kommen neue Einheiten. Komm her, ja. Ich weiß, dass ihr vergiftet und verbrannt werden wolltet. Okay, langsam wird es knapp mit meinen HP. Bam, so. Auf geht's. Und da sind wir schon fast beim Ende. Wir haben immer noch 50 Sekunden Zeit, eigentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ja, ich darf natürlich nicht sterben, sonst habe ich verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oder das wäre ein bisschen ärgerlich. Bam, und verbrennen. 80.000 Gold sind meine. Ja, ihr seht schon so krass, was die Einheiten hier an Power haben. Auch gerade die Flammenritter. Die stürzen halt wirklich die ganzen Tower jedes Mal ein. Oder die reißen sie ein. Okay. 94.000 Gold. Das ist echt schön. Und 200 Medaillen. Da bin ich, glaube ich, schon jetzt Platz 1. Ah, es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal einen scheiß Totenkopf erwische, ey. Unfassbar. Ja, wir haben trotzdem 94.000 Gold bekommen. Das ist eine ganze Menge. Und damit kann man sicherlich ein bisschen was machen. Gerade halt die Burgwellen kann ich, glaube ich, noch nicht ausbauen. Die Verteidigungswellen, ich glaube, die werden noch geupgradet. Ja. Die werden noch geupgradet, die Verteidigungswellen. Das ist schade. Oh, theoretisch kann ich aber den upgraden. Richtig? Richtig. 12 Stunden lang. Scheiße, kann ich natürlich nicht, weil. Ach, ich vergesse es immer wieder. Immer wieder vergesse ich das. So, das geht noch nicht, weil ich über die Werkstattstufe 3 brauche. Heißt ja, wenn wir mal die Werkstatt ausbauen, 50.000 Gold. Kann ich die aus. Ne, brauche ich noch das Silo natürlich. Können wir uns aber erstmal, genau, ein bisschen Brot mitnehmen. Ah ja, fertig. Sehr schön. Gleich mal upgraden hier weiter. 10 Minuten. Was kann man sonst noch upgraden? Die Schatzkammer kann man noch upgraden. Für. Kann man nicht? Okay, Burgtor braucht man noch besseres. Kann man Zauberturm upgraden. 100.000 Gold habe ich noch nicht. Das heißt, wir werden. Was hier? Ah ja, wieder einer, der der neuen Allianz beitreten möchte. Wie gesagt, kein Platz. Aktuell sind wir echt schon gut dabei beim Spenden, muss ich sagen. 16.000 nur noch für das nächste Level. Und ich habe schon 30.000 gespendet. Alex zockt 10.000. Ja, ne? Und so weiter. Das zieht sich halt immer was runter.
Und ja, einige meinten, oder vorhin meinten sie, dass sie sich so eine Google Play-Karte holen werden, weil, und dann halt für die Allianz spenden wollen. Weil es gibt ja die Möglichkeit, das ja noch zu spenden, den rechten Teil. Für 99 Cent 200.000 Gold. Und das hier weiß ich noch nicht ganz genau, was das ist. 4.000, keine Ahnung. Da ist immer so ein kleines Säckchen mit dabei. Sind das die Ländereien? Das könnte es sein, ne? Steuerbonus. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Das könnte ich theoretisch aber selber mal machen. 99 Cent, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich teuer, ne? Hau mal 99 Cent rein, würde ich sagen. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen was auf meinem PayPal-Konto habe. So. Zahlung erfolgreich. Gut, ja, da seht ihr schon, unsere Allianz hat jetzt 200.000 Gold dazu bekommen. Ich habe 200.000 gespendet. Ich habe natürlich kurz die Aufnahme unterbrochen, damit ihr mein Passwort nicht seht. Ist ja logisch. Jetzt können wir theoretisch unser Allianz-Level erhöhen. Für 40.000 neuer Elite-Bus Flammenritter Level 2, zwei Mitglieder wieder dazu. Deine Allianz hat Level 4 erreicht. Yay! Und jetzt können wir nochmal upgraden. Ein neuer Elite-Bus der Giftfallturm. Ein Mitglied kriegen wir jetzt nur noch dazu. Das ist schade. Aber ihr seht schon, wie teuer das immer wird. 110.000 Gold. Und jetzt brauchen wir sogar noch 82.340. Nee, 67.660 für das nächste Level. Das heißt also, es wird unglaublich mehr, bis wir die Allianz-Level mal erhöht bekommen. Deswegen Geduld, Leute. Geduld. Ich nehme euch, ich versuche euch anzunehmen, so schnell es geht. Also, jetzt gibt es hier den Giftfallturm, theoretisch. 24 Stunden wieder. Geboostete Pfeiltürme verschießen vergiftete Pfeile, haben 80% mehr HP und 75% mehr Giftschaden oder zusätzlichen Giftschaden. Und wir können jetzt sogar eine Stunde länger upgraden, weil die Flammenritter jetzt Stufe 2 sind. Warum sind die Stufe 2? Warum trotzdem? Haben die vorher auch schon 70-70 gemacht? Weiß ich gar nicht genau. Zumindest kann man jetzt 7 Stunden für 122.500 Gold. Also ist schon ein bisschen teuer hier. Jetzt kann man theoretisch zwei neue annehmen. Ja, meistens nehme ich die von unten, aber so komischen Namen sind immer sehr merkwürdig. Weil, ich weiß nicht, das sieht für mich immer irgendwie ein bisschen anders aus. Achso, der ist sowieso schon in einem. Der ist sowieso schon in der Allianz, ne? Sehe ich das richtig? Kaputt bist du, heißt der Allianz, deswegen braucht man die überhaupt gar nicht annehmen. Kann man gleich ablehnen. Lord Barkles? Genau, nämlich die Leute, ja, deswegen wollte ich ihn noch nämlich nicht annehmen. Ich habe schon so ein Ungutsgefühl gehabt. Er ist der Anführer von Dark Army 2, schön, ohne mich zu fragen. Na gut, dann wollte ich ihn auch gar nicht annehmen. Also, Dark Army 2 ist von mir nicht genehmigt, deswegen keine Ahnung, was das für ein Clan ist, für eine Allianz. So, haben wir noch Plätze oder ist es fertig? Ein Mitglied haben wir noch, okay. Ja, und was mit den Ländereien? Müssen wir auch gleich nochmal gucken. Gleich, sobald wir den letzten angenommen haben. Ne, ihr seht schon, wie viel. Achso, der hat sich nochmal beworben. Okay. Können wir euch nochmal ablehnen? Titos! Der hat sich zweimal. Der hat sogar einmal in die Kommentare geschrieben gehabt. Da weiß ich auf jeden Fall, dass er. Können wir gleich mal beide akzeptieren. Das ist doof. Ich will jetzt. Ich weiß nicht, wenn ich ihn jetzt ablehne. Müsste aber trotzdem in der Allianz drin sein, ne? Wer weiß, wie das immer funktioniert. Ja, mit den Ländern. Weiß ich, mit was mit diese Dings zu sagen hatte. Diese 4000 dort unten. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch recht egal eigentlich. Tja, und da haben wir neue Leute in der Allianz, können wir recht herzlich begrüßen. Lord Barkles ist schon da. Und die meisten Leute, ich weiß schon, ja, ich schreibe einfach trotzdem einfach mal, wie heiße ich auf YouTube. Deswegen sollen die Leute alles wirklich in die Kommentare schreiben, damit ich das prüfen kann. Aber ich habe es jetzt einfach mal so. Ja, das wird etwas kaputt gemacht. Ja, 67.000 Gold nur noch. Und ja, 10 Mitglieder haben wir mittlerweile. Wir können sogar bei der nächsten Season mitmachen hier, Allianzkriege. Aber erst in einem Tag 3 Stunden. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall ordentlich spenden jetzt. Jeder soll ja ordentlich spenden, so viel wie er hat. Johannes Max ist sogar vor mir mit den Pokalen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, dann würde ich sagen, Eingang können wir noch machen. Haben wir ja schön jemanden mit ganz viel Gold. Na, 30.000. 105.000. Der hat allerdings so einen Imp noch. Seht ihr den Imp? Er hat doch 3 Fallen und recht viele. Na, wir greifen den trotzdem an. Ich meine, so viel Gold kann man sich nicht entgehen lassen. Ich war 105.000. Denke ich mal, kriegt man hin. Ja, wir müssen natürlich erstmal eine Weile laufen, ehe wir zu Gegnern kommen. Können wir einfach vergiften hier.
Auf jeden Fall die Flammenritter benutzen, das ist wichtig. Wenn du schon geboostete Einheiten bekommst, dann die auch benutzen. Ah, ich kassiere gerade ein bisschen, aber das ist okay. Das ist noch okay. Ach, schon wieder Bomben. Ich hasse Bombentower, wirklich. Bombentower sind so ekelhaft, ohne Scheiß. Bombentower sind so widerlich. Warum bist du die ganze Zeit nur am Rumrennen hier, um die Bomben zurückzuschlagen? Aber immer noch in Ordnung. So, das ist schon wieder so ein Himmelfahrtkommando gewesen. Aber wir sind gut dabei eigentlich bisher noch. 1 Minute 38 haben wir ja noch. Ist noch ein bisschen Zeit. So, noch mehr Froster schicken hier. Neue Froster! Wir brauchen neue Froster. Das ist schon wieder ein Kanonentyp. Ich krieg die Krise. Ich hasse die Viecher. Ich bin richtig auf den Sack. Schießt die nächste Bombe raus. Also ich... Respekt an die Leute wirklich, die ganze Zeit mit auf dem Handy spielen können. Ich kann es gar nicht. Ich habe es heute Morgen mal versucht, am Handy zu spielen. Ich habe so verkackt die ganze Zeit. Die Steuerung ist auch richtig beschissen, muss ich sagen. Die Steuerung ist richtig für den Arsch. Oh, sind wir übrigens schon beim Ende, ne? Nur mal so angemerkt. Wollen wir ganz kurz die beiden, selber die beiden Bomben-Tower kaputt machen. Auch wenn meine Einheit jetzt gerade zerstört werden fast. Gefühlt. Aber wir haben trotzdem 100.000 Gold bekommen. Sehr schick. Ach, komm schon. Irgendwie kann man die auch zu sich rufen, ne? Hat Deshi auch mal gemeint gehabt, aber irgendwie kommen die nicht zu mir. Die hören nicht auf mich, die ganzen Einheiten. Die rebellieren, die Schweine. Gleich mal in die Kerker schmeißen. Ja, trotzdem habe ich den zerstört. 100.000, 103.000 Gold bekommen. Nochmal schön 10.000 Gold durch den Allianzbonus. Und schon 44 Medaillen. So, da und da. Na. Schade, da hinten wären 50.000 Gold gewesen. Aber trotzdem 13.000 Gold ist auch in Ordnung durch die beiden Kisten. Das ist super. Noch ein kleiner extra Bonus. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Okay. Wir haben 173.000 Gold, wo wir die Allianz noch nicht verbessern können. Aus dem Grund, genau, die Magieturm wollten wir, glaube ich, verbessern, richtig? Kann man nicht, weil das Ding noch ausgebaut wurde. Okay. Das können wir noch ausbauen für 50 Juwelen, das ist in Ordnung. Das machen wir auch mal. Die Kaserne können wir, glaube ich, noch ausbauen, richtig? Kriegen wir eine neue Einheit, Kanone. Okay, müssen wir auch fertigstellen, damit wir einen Bauarbeiter haben. Ansonsten haben wir nämlich keine Bauarbeiter mehr gehabt dafür. Tja, sehr schön. Das heißt also wieder sehr, sehr viele Ausbauten. Unfassbar, also... Man kann wieder sehr viel machen hier. Neuer Thronsaal. Und man kann, ihr seht schon, dass die hier auch geboostet wurden. Giftfallturm. Mit einem extra Schaden von, ne, okay, steht hier nicht da. Aber ein extra Schaden halt. 135. Und normalerweise haben die ein bisschen weniger gehabt. Okay. Wir haben ja noch ein paar Achievements. Zerstöre 500 Barrieren und fallen in der Schlacht. Verbessere eine deiner Einheiten auf Level 5. Produziere 2000 Nahrung mit deiner Farm. Kriegen wir 10.000 Gold. Und verbessere einen deiner Zauber auf Level 6. Kriegen wir 4 Juwelen. Sehr schön. Dum-dum-tick. Okay, schauen wir noch mal ein bisschen die Brote. Die werde ich auf jeden Fall dann wieder benutzen, wenn ich nicht allzu viel auf, wenn ich dann nicht allzu viel aufnehmen werde. Mal gucken, wann ich wieder aufnehmen werde. Schauen wir hier ganz kurz noch. Haben wir hier schönes? Hat sie so Schulterplatten? 146 Trefferpunkte, aber kostet halt sehr viel Gold, ne? Sehr viel Gold. Gut, dann lassen wir die einfach mal ausbauen. Auf jeden Fall wieder sehr viel erreicht in der Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mein Gold sollte eigentlich nicht gestohlen werden können. Lustigerweise wurde mir trotzdem Gold gestohlen. Hier in der Kriegshistorie sieht man ja, dass ich 3200 Gold verloren hatte. Johannes Max, der hat natürlich nichts geschafft, weil natürlich meine Defense nicht durchkam. Aber trotzdem hat er ein bisschen Gold gestohlen. Hm, vielleicht kam es aus den Tavernen, wer weiß. Aber ich hatte eigentlich nicht so viel Gold gehabt, dass ich über die 150.000 von der Schatzkammer rüberkam. Aber so ist das halt, ich meine 3.200 Gold, das ist kaum was, aber ich habe auf jeden Fall die Tavernen. Okay, ich muss über die Tavernen erstmal fertig bauen lassen, vier Stunden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann bei Royal Revolt. Ciao, ciao.